Was ist los am Wohnungsmarkt in Deutschland? Steigende Mieten, kaum günstige Wohnungen, Menschen finden nicht das, was sie suchen. War das mal anders? Was läuft schief am Wohnungsmarkt? Im Wohnungsmarkt werden Wohnraum und Menschen zusammengebracht. Ein Dach über dem Kopf braucht schließlich jeder Mensch. Derzeit funktioniert der Mechanismus nicht ausreichend, Wohnraum und Menschen passend zusammenzubringen. Dies hat viele Gründe. Erstens, die Verteilung von Wohnraum in Deutschland ist nicht überall ausgewogen. Es gibt schrumpfende und wachsende Regionen. Die Menschen drängen vor allem in die großen Städte, aber Wohnraum ist immobil. Wohnungen können nicht einfach mitgenommen werden. Zweitens, in den Städten, wo es nur wenige, aber teure Grundstücke gibt, dauert das Bauen neuer Wohnungen lange. Drittens, das Angebot von Sozialwohnungen schrumpft seit Jahren. Früher hat der Staat den Bau günstiger Wohnungen gefördert. So fanden Menschen eine Wohnung, die nicht viel Miete zahlen konnten. Dieses Konzept verlor stark an Bedeutung. Man sieht, Gründe für die aktuellen Probleme liegen in der Vergangenheit. Für die Zukunft gilt, weitsichtig und bedarfsgerecht zu bauen. Das heißt unter anderem, Gebäude müssen stärker als bisher klimafreundlich sein. Wohnraum muss den Bedürfnissen einer älter werdenden Gesellschaft gerecht werden. Wohnraum muss bezahlbar sein und bleiben, damit jeder Mensch die Wohnung findet, die er braucht.